Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir haben Weihnachten. Weihnachten 2012. Etwas Ruhe kehrt ein. Ruhe in den Unternehmen, in der öffentlichen Verwaltung, aber hoffentlich auch bei Ihnen, in Ihren Familien, in Ihren Wohnungen. Es ist schon etwas Besonderes. Man denkt nach, man schaltet ab, man findet vielleicht ein wenig zu sich selbst. Diese weihnachtliche Stimmung umgibt Pforzheim gerade, wenn man über den Weihnachtsmarkt bummelt, insbesondere wenn es dunkel ist, die Buden wunderschön beleuchtet sind, die Menschen gut gestimmt sind, vielleicht auch hinaufbummeln zum Blumenhof, zum historischen Weihnachtsmarkt, den wir in diesem Jahr zum ersten Mal veranstalten. Nehmen Sie von dieser Stimmung etwas mit in die kommenden Weihnachtstage. Damit, liebe Bürgerinnen und Bürger, neigt sich auch das Jahr zu Ende. Das Jahr 2012, das geprägt war von vielen, vielen Vorhaben, die wegweisend sind für die Zukunft in Pforzheim. Nehmen Sie den Masterplan. Der Gemeinderat der Stadt Pforzheim hat ihn in diesen Tagen verabschiedet. Verabschiedet heißt, dass die Arbeit jetzt richtig losgeht. Viele hundert Bürgerinnen und Bürger haben bei diesem Masterplan mitgewirkt. Damit sind die Leitplanken gesetzt für die Zukunft Pforzheims. Wir wissen jetzt, wo unsere Ziele hingehen, was wir weiterverfolgen werden und vielleicht auch, was wir etwas hinten anstellen müssen. Sei es im Bereich der Wirtschaft, bei der Bildung, im Sozialen, auch im Verkehr, im Stadtbild, in der Natur, aber auch bei der Kultur. Ich danke allen, die sich hieran beteiligt haben, denn sie haben es getan für unsere Stadt Pforzheim. Aber es gab auch viele konkrete Projekte, die in Bewegung gesetzt wurden. Nehmen Sie einmal den Innenstadtring. Es wird fleißig gebaut im Moment. Viele von Ihnen, und ich glaube, es geht jedem so, wenn jemand im Stau steht, denken, muss das jetzt schon wieder sein, wieder eine Baustelle. Nur, liebe Bürgerinnen und Bürger, muss ich sagen, wenn nicht gebaut wird, kann sich auch nichts verändern in dieser Stadt. Und es geschieht eben etwas. Das gilt für das neue große Gewerbegebiet im Buchbusch oben, wo sich neue Firmen angesiedelt haben und noch ansiedeln. Es gilt auch für den Bau des Hilda-Gymnasiums. Jetzt wird die neue große Sporthalle in Angriff genommen. Der zentrale Omnibusbahnhof hat auch seinen Spatenstich gehabt und darauf geht es los in den nächsten 12 Monaten. Meine Damen und Herren, es wird nicht weniger in der Stadt, sondern wir werden daran gehen, die Projekte umzusetzen. Die Innenstadtgestaltung muss in Angriff genommen werden, sei es hier im Osten beim Rathaus, sei es aber auch insgesamt in der Ausprägung. Denn Pforzheim ist eine tolle Stadt. Sie kann noch besser, sie kann noch schöner werden. Dies gemeinsam möchte ich mit dem Gemeinderat, dem ich sehr, sehr herzlich danke für die tolle Arbeit, die er in diesem Jahr geleistet hat, mit den Mitarbeitern der Verwaltung, die ebenfalls ihr Bestes gebracht haben, aber auch ganz besonders mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, auch im Jahre 2013 umsetzen. Für jetzt aber wünsche ich Ihnen eine friedvolle Weihnachtszeit und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013.